Salü! Servus! T4 haben wir gesehen, 45 Minuten lang. Zum Vergleich haben wir jetzt mal einen T5 vom Steff und der wird uns jetzt etwas über das Auto erzählen. Also, das ist mein Bus. Ich fahre ihn seit über 3 Jahren. Ja, 45.000 Kilometer habe ich mittlerweile drauf gefahren. Habe ihn gekauft, ja, mit 225.000 Kilometer. Jetzt haben wir knapp über 270.000 drauf. Wird als Alltagsauto benutzt. 3 Kinder, einmal frei als Familienauto. Ich bin zufrieden damit. Es könnte besser sein, weil man hat doch immer wieder mal das eine oder andere, das bleibt halt nicht raus bei so einem Auto auch, mit der Laufleistung, was man immer wieder mal investieren muss, reinstecken muss, reparieren muss droh. Gott sei Dank kann ich das selber, weil ansonsten wäre man ziemlich arm droh, wenn man das in der Werkstatt zahlen müsste. Ich will heute ein wenig was zeigen, was ja gemacht ist droh oder original ist, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Ja, was man vielleicht da besser machen könnte, aber ja, ist halt so, ne? Ja, kommen wir als erstes mal zu den Daten ein wenig von dem Fahrzeug. Das ist ein Baujahr 2004, 270.000 Kilometer, 2,5 Liter, 174 PS, AXE ist die Motorkennzeichnung, 6-Gang Schaltgetriebe, Frontantrieb. Ja, als allererstes schon mal, der hat die ein oder andere Kampfspur, Blessur, wie immer, bleibt es halt nicht raus in der Zeit. Wie Superstar zum Beispiel, ich habe da schon was unten rein, dass das eigentlich drin bleiben soll, das kommt aber immer wieder raus, weil das muss immer, wenn man was macht an dem Motor, muss das leider Gottes immer wieder runter, das ist bloß mit so Klipsle reingeklipst und das ist einfach, ja, schlecht gemacht, ganz ehrlich gesagt, weil das ist einmal ausgebaut und wieder einbaut und schon hängt es eigentlich weg. Und das ist so ein Punkt, wo ich so, naja, könnte man besser machen. Aber ist halt so. Kommen wir zum Motor bzw. Motorraum. Ja, eigentlich hat er oben drauf also schöne, ganz tolle Plastikabdeckung. Das war das allererste, was ich rausgemacht habe, wie ich ihn gekauft habe. Ich bin quasi mit dem Auto heimgefahren und habe das raus, weil ich als Mechaniker oder Master, was, da musst du oft dran und da hast du eigentlich nur hier so kleine Klappen drin, da wo es gerade mal steht, die wo nicht mal verlangs offen bleibt, die fällt dir immer entgegen. Selbst wenn du Öl prüfen willst und Öl auffüllen, musst du diese Klappen auf und das nervt einfach, egal was du machst. Deswegen habe ich das als allererstes mal raus. Die Lichtzeit, Tag 1, wo ich den habe, da haben bei mir in meiner Garage. Und da wird es auch bleiben, bis ihn vielleicht mal irgendwann im Verkauf, weil das ist einfach bloß nervig, das Ding. Das ist, ich weiß nicht, das hat keinen Sinn und keinen Zweck. Es schaut bloß gut aus, wenn man aufmacht, aber ansonsten gar nichts. Bei dem Auto habe ich nachdem ich es gekauft habe, 200 Kilometer gefahren, exakt eine Woche. Und dann habe ich leider Gottes einen Motorschaden gehabt mit 225.000 Kilometer. Ja, kann passieren, ist natürlich ärgerlich. Habe mich Gott sei Dank mit dem Verkäufer einigen können. Ja, da ist vom Zylinderkopf ein Ventil abgerissen, reingefallen und dann war der Motor fest. Also er hat sich nicht mehr lösen lassen, war nichts mehr zum Reparieren. Ich habe das dann selber mir einen Motor besorgt, eingebaut. Ja, ist nicht gerade ein kleiner Aufwand, weil da muss alles raus davon. Also da ist eigentlich nichts mehr drin im kompletten Motorraum, die Front, alles. Ich habe vielleicht auch noch das eine oder andere Bild dazu, das können wir gerne mal einblenden. Motor besorgt, ein Austauschmotor mit Garantie ein Jahr, hat 135.000 Kilometer drauf gehabt. Hat ja, mit neuer Turbolader und ein paar Anbauteile und Dichtung und so weiter mich 3.000 Euro kostet. Ja, ist sehr schmerzhaft gewesen.
Aber was willst du machen, ne? Wenn du auf dem Geld ausgegeben hast, dann steckst du es halt rein, weil kaputt verkaufen brauchst du das Auto nicht oder so. Dann habe ich natürlich gleich neue Kupplung mit rein gemacht, weil wenn eh schon alles außen ist und sämtliche Dichtungen und was halt alles weg muss und raus muss und eh, wenn man dabei ist, gleich neu mit rein gemacht, damit man eigentlich auf der sicheren Seite ist. Was er aber auch herausgestellt hat, ist dann trotzdem, dass er noch an der einen oder anderen Stelle ein wenig einen Ölverlust gehabt hat. Das habe ich nach und nach danach abgestellt und nochmal Dichtung erneuert. Passiert. Erneuert worden ist unter anderem die Lichtmaschine, die sitzt, wenn du mal reifen mal willst. Ganz da unten drunter unter der Ansaugbrücken. Da kommt man sehr bescheiden hin. Da ist auch wieder so, dass der Frontbau komplett vorgesetzt worden muss in der sogenannten Servicestellung. Wo ich sage, das ist auch ein wenig so eine Schwachstelle. Ich meine, das war beim T4 zumindest noch so gelöst, dass man da sein Grill ein wenig wegschraubt und da oben Heiterli raus und dann zieht man es ganz vor. Das ist bei dem Fahrzeug leider Gottes nicht mehr so. Also überhaupt nicht schrauberfreundlich. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine Katastrophe, ganz ehrlich gesagt. Ich habe mir auch so Gewindestäbe gemacht, die dann, wenn ihr die Stoßstange und alles weg ist, da quasi in den Fronträcher reinschiebt, damit ihr den kompletten Frontbau halt einfach immer so, ja, ich sag mal, 15 cm vorziehen kann, damit du halt überhaupt irgendwie rankommst, ohne dass gleich das ganze Kühlerpaket und das ganze Zeugs rausbauen musst, weil das ist immer erstens mit Kosten verbunden, du brauchst Kühlflüssigkeit aufwenden, der Klimaanlage musst leeren und so weiter. Schlecht. Habe ich anders gelöst. Gewindestange, Edelstahl. Dann kann man das rausziehen, dann kommt man zumindest halbwegs und ein bisschen hin. Bei den T5-Bussen ist ja so, der Multivan zum Beispiel, der hat hier einen Haubendämpfer drin. Das ist ja schön, weil du hast halt auch keinen Stängler drin. Aber alles, was du da vorne drin machst, wo du ran musst, muss der Frontbau ein Stück davor. Das heißt, das wandert auch mit vor. Und dann fliegt er quasi die Hauben auf den Schädel. Auch wieder super toll gelöst. Gibt es aber bei den Transporter zum Beispiel, die haben hier. Da wird hier, ist der Haumstängler drin und das kann man dann da einhaken. Habe ich mir jetzt auch überlegt, dass man das mal so Haumstängler kauft für 15 Euro und da den Clips dazu. Weil dann kann man nicht mehr, wenn man davon was macht, hängt man es ein und den Dämpfer aus. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Schön so Haumdämpfer, wenn das weg muss und du musst was reparieren, wird er nicht mehr so toll. Dann kommen wir zum Innenraum. Wie gesagt, Multivan, das ist eine Comfortline-Ausstattung mit der blauen Ausstattung. Also was ich bisher gesehen habe, relativ selten. Mir hat das halt so gefallen. Fand ich auf Anhieb schön. Nicht bloß einfach grau oder schwarz oder wie es halt immer die Masten sind. Das Schöne daran ist, beim Multivan ist dieses Schienensystem, also das finde ich echt top. Also das ist super überlegt und durchdacht. Du kannst halt da deine Sitze variabel, die Einzelsitze, vor- und zurückschieben. Je nachdem, wer auch drin hockt, mehr Beinfreiheit, weniger. Siebensitzer, auch schon oft so genutzt mit 7 Mann in Urlaub oder weiter weggefahren. Super. Dann kannst du deine Sitze komplett einmal drehen, 360 Grad. Kann man dann auch so rum einrasten lassen. Das ist auch schön. Wer es verträgt, rückwärts zu hocken beim Fahren. Manche wird es ein wenig schlecht. Mir ging es auch so. Die Rücksitzbank ist also Multifunktionsbank für 3 Mann. Das ist zum Beispiel auch eigentlich ganz cool gemacht. Ich habe da mittlerweile einen Kabelbinder drin, weil der Griff da. Das ist auch scheinbar eine Schwachstelle, habe ich schon öfters gesehen. Die zerbrechen mit der Zeit, weil es halt plastisch ist. Ich habe halt einen Kabelbinder reingemacht. Ich kaufe mir da so einen Griff, weil der zerfällt irgendwann eh wieder. Das geht so genauso. So, umklappen. Dann kann man die, wie man es braucht, verschieben. Und dann kann man das zum Beispiel komplett als Schlafplatz verwenden. Ich habe da, das blenden wir auch mit ein, mir eine
Matratzenkraft, zwar mal 1,40. Die dann da quasi, wenn ich das komplett unten habe, alle Sitze drüber lege, kann man ja je nachdem, nach Statur, sage ich jetzt einfach mal, zwar Erwachsene, oder ich schlafe da öfters mit den Kindern, zwar Erwachsene und zwar Kinder, ist jetzt kein Problem. Ist es natürlich jetzt nicht luxuriös, aber es geht mal für eine Nacht, für zwei, drei Nächte, kein Problem. Zusätzlich habe ich für vorne mir nochmal aus einem Holz Platten gemacht, die man vorne reinlegen kann. Und dann kann auch ein kleines Kind vorne dann nochmal mit drin schlafen. Ist natürlich jetzt kein Camper, aber ich nutze das Ding halt hauptsächlich im Alltag. Aber ja, ich wollte es halt auch so haben, dass man quasi das Fahrzeug im Alltag nutzen kann, alltagstauglich. Und genauso halt mal an, wir gehen ja öfters mal angeln mit dem Domi, drin schlafen kann, mal über Nacht oder mal für zwei, drei durch. Das geht schon so viel. Beim Multivan, eigentlich hatte, haben alle Serie da nur diesen Multifunktionstisch. Ich finde den auch super geile Sache. Meiner hat es aber leider, wie ich den gekauft habe, der war nicht drin. Was mir bis heute noch ärgert, wenn man kaufen geht, weil er ja auch so einen Tisch. Aber ich habe mir bis heute noch keinen gekauft, weil ich finde, ganz ehrlich gesagt, wenn man da mal schaut, was die verlangen für so einen gebrauchten Tisch, das ist völlig überzogen. Oder auch neu, was die kosten. Also das sind ja Preise, da kannst du einen Satz Reifen drum kaufen. Also ich, das finde ich einfach auch, das ist völlig überteuert. Da Minimum für einen gebrauchten Tisch, der dann stellenweise auch schon einfach schäbig schon ausschaut. Klar, ist ja auch 15 Jahre, das ist das alt. Minimum 250 Euro dafür zu zahlen. Weiß ich nicht, wo da das Geld drin stecken soll. Wäre cool, wenn da, wenn es da was gibt, das was einfach günstiger wäre, auch wenn es ein Nachbau ist. Aber ja, bis jetzt haben wir nicht durchgerungen. Wenn einer was einen guten Tipp hat und sagt, Mensch, da gibt es eine, ich baue sowas nach und das kriegt man neu quasi zum Preis, was er so gebrauchter Original VW Multifunktionstisch kostet, gerne reinschreiben, dann kaufen wir so ein Ding. Weil es für die Kinder halt auch praktisch wäre, ne? Dann können sie da vielleicht Karten spielen während der Fahrt oder wie immer. Ja. Das Fahrzeug hat, weil er Multivan ist, eine Zweitbatterie und einen Fahrersitz. Die ist eigentlich für den kompletten Innenraum zuständig. Mit einem Trennrelais über die Lichtmaschine wird die geladen. Ich mache das immer so, dass wenn man, also eine Nacht ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst locker dein Licht und so weiter brennen lassen, das packt die Batterie locker ab. Wenn man länger stehen, habe ich einfach Ladegerät, das klemme ich da an, lege ich meine Leitung quasi raus und unterm Auto eine Kabeltrommel drunter und fertig. Und dann kannst du es laden und dann kannst du auch deine Kühlbox, egal was du hast, über die Batterie betreiben. Funktioniert super. Ich habe bei meinem Fahrzeug alle Leuchten innen drin auf LED umgerüstet, weil sie herausgestellt hat, dieses Licht, was original drin ist, das sieht super geil, sämtliches Ungeziefer an und du kannst wirklich nichts offen lassen, weil wenn du dich da abends reinlegst, dann ist das wie ja, im Dschungel, da wirst du gefressen. Also das ist nichts, deswegen habe ich alles auf LED umgerüstet. Das finde ich zum Beispiel, wenn einer sowas macht und Fuhr hat, wäre das eine Empfehlung. Kostet so ein kompletter Satz LED, 50 Euro. Aber dafür bist halt wachsfries auf und bist halt nicht komplett zusammengestochen. Bei meinem Bus, und das finde ich auch wiederum Multivan, das ist echt, das ist super gemacht. Dieser Sonnenrollo ist auch gleichzeitig ein bisschen, erstens mal klar, ein Sonnenschutz, obwohl er schon dünne Scheiben hat, ist super, nützt man oft. Und dann hast du ja zusätzlich da dein Fenster, was du aufmachen kannst. Und wenn ich die aufmache, mache ich die eigentlich immer zu, weil dann hast du da bloß noch einen kleinen Spalt und dann kommen die Viecher auch nicht so rein. Also muss ich sagen, diese Sonnenrollos, da hat er vier Stück. Kann man überall an die seitlichen Fenster quasi hinaufziehen. Sind im Sommer bei uns eigentlich so gut wie immer oben, weil es halt auch nicht so warm wird dann innen. Jo. Kofferraum. Ja, nichts Besonderes. Ich habe immer meinen Werkzeugkasten dabei, Werkzeugkoffer als Mechaniker halt und meinen Akkuschrauber, weil
ich habe da einfach ein sicheres Gefühl, wenn ich stehen bleibe, dann kann ich mir zumindest halbwegs vielleicht ein bisschen helfen. Man weiß es nicht. Aber man hat ja öfters auch, wenn du am Campingplatz stehst, dass du mal einen Schraubenzieher, egal was brauchst. Deswegen fährt er bei mir eigentlich immer mit. Ist mir so mal dick. Habe ich aber auch zu Fuß schon gehabt bei meinen früheren Autos. Kofferraumklappen ist natürlich eine riesige Klappen. Andererseits aber auch schön, weil wenn es wirklich mal ein bisschen ringt und man steht gerade irgendwo, kann man sich da super schön drunter stellen und wird nicht nass. Allerdings muss man halt immer beim Einparken schauen, weil wenn hinter an einer steht, ja, hast du halt manchmal das Problem, dass du die Kofferraumklappe nicht aufbringst und deine Kästen, was du einladen willst, nicht mal rein kannst. Du musst halt wieder 5 Meter fuß fahren, aber trotz alledem ist halt so groß. Macht da nichts, ist super. Ich habe mir überlegt und auch schon ein paar angeschaut, es gibt da so schöne Zelte für hinten dran. Wenn irgendeiner das jetzt sieht und sagt, Mensch, ich habe so eins, und kann man da einen Tipp, einen Rat geben, ob das, oder einen Vorschlag, was kauft er das bloß nicht, oder Mensch, das ist gut, gib 5 Euro mehr aus, oder das taugt genauso, gerne einschreiben oder kontaktieren, wäre ich sehr erfreut drüber. Schöne an dem Fahrzeug ist auch, muss man dazu sagen, der hat relativ viele Steckdosen, vorne einmal eine Mittelkonsole, dann hat er hier nochmal was an, die habe ich aber umgebaut, und zwar habe ich die rausgemacht und habe da mir eine Voltanzeige reinbaut, damit ich sicher, was ich für Bordnetzspannung an der Batterie drin habe. Die habe ich damals reinbaut, da habe ich noch nicht über, wenn ich länger gestanden war, über Ladegerät geladen, sondern habe mal halt ab und zu mal laufen lassen, aber es nervt die, wo neben drauf stehen, am Campingplatz auch. Die hat zusätzlich auch noch 2 USB-Anschlüsse, natürlich auch super, weil, wie so ist, wenn man länger steht, dann willst du auch mal der Handy, Tablet, wie immer, was man halt dabei hat, laden. Deswegen kostet nicht die Welt, ist ein super Gimmick. Die jeden empfehlen, der da fuhr, hat mal eine Nacht oder länger drin zu schlafen. Kauft euch so ein Ding. Ist ja überhaupt kein Problem. Das Teil da ist ruckzuck ausgebaut und ist umgesteckt. Das kann eigentlich ja jeder. Da hinten hat er auch nochmal zusätzlich Steckdosen. Im Kofferraum auch nochmal. Also Kühlbox zum Beispiel oder so weiter, was man halt hat, ist überhaupt kein Problem. Kannst du eigentlich in dem ganzen Fahrzeug überall hinstellen, weil da so viele Dosen drin sind. Das ist zum Beispiel, muss man echt sagen, super gemacht. Genauso wie Getränkehalter, Ablaufmöglichkeiten, hinten in der Sitzbank drin, top, gibt's gar nichts. Das ist mal der Punkt, wo man sagen muss, ist absolut durchdacht. Dann kommen wir zur Kommandozentrale, Kommandobrücke, wie auch immer. Ja, da ist eigentlich alles serienmäßig original. Mir taucht es so, der hat alles drin, was man braucht. Wichtig zum Beispiel ist auch Standheizung, weil wenn es doch nachts ein bisschen frischer wird, oder für die kalten Tage früh, ich habe die vorprogrammiert, dass sie der einschaltet, weil der hat ein riesen Kühlkreislaufsystem und das braucht man auf jeden Fall, weil das dauert ewig, bis das Kühlwasser mal warm wird sonst und bis da innen überhaupt mal warme Luft rauskommt. Zusätzlich hat er auch Tempomat, ist eine schöne Autobahn, längere Fahrten, den habe ich oft ein, weil der fährst auch viel Sprit sparen, das auch jetzt einfach mal, wie wenn du selber immer am Gas hängst. Der hat Navi mit drin, aber dieses ja, Navi, ich sag mal, von 2004, da kann man nicht viel erwarten. Deswegen habe ich ja zusätzlich nochmal eins mit drin, weil der zeigt halt das viel genauer an. Das ist auch stellenweise veraltet. Ich habe das immer ein. Weil das hast da Verkehrsmeldungen drauf und siehst aber genau, wie schnell das fährst laut GPS. Wenn man mal ein paar km/h schneller fahren will, dann weiß ich genau, wie schnell das unterwegs bin. Reicht es für den Blitzer oder reicht es nicht? Sitzheizung haben wir drin, Arschef im Winter. Ich den man kann kaufen ohne, weil das, wenn du mal einen gehabt hast, ist das einfach super Sache. Klimaautomatik, der hat diese 3-Zonen Klimaautomatik drin, das heißt, der hat auch im Dachhimmel diesen zusätzlichen, das Doppelte mit diesem Unterbau da, wo hinten quasi auch nochmal im Dach Düsen drin sind und hinten rechts ist dann der zweite Verdampfer eingebaut. Ja, Klimaloch ist bei dem Auto ein wenig, ich sag einmal ja, bescheidenes Thema. Ich habe da schon sehr viel Druck gemacht, weil da war schon Klimakompressor defekt, Klimakondensator von Klimaleitung unterm Auto, die hinterführen undicht. Das Klimabediener war auch schon kaputt. Also ich weiß nicht, wenn einer so einen hat, könnt ihr gerne mal ausschreiben und mitteilen, ob ihr da auch schon so viel Geschiss auf Deutsch gehabt damit gehabt hat.
Ich hoffe, ich bin jetzt durch und muss da nichts mehr drum machen, weil langsam nervt's. So, kommen wir zum Dach. Da gibt es auch eine Besonderheit. Da haben wir ab und zu ein wenig Ständer und auch ein wenig einen Sonnenschutz brauchen. Habe ich bei dem Fahrzeug mir eine Kederschiene aufgebaut. Ich habe zuvor so einen Magnetstreifen gehabt, den man da nur draufgeheftet hat. Ja, das ist mal für Tage, da wo es halt ein bisschen an Sonnenschutz braucht und kein Wind geht. Sollte es regnen oder es geht ein Wind, hat sie das ganz ehrlich gesagt als Mist erwiesen, weil wenn sie da Wasser sammelt oder zu viel Wind ist, ziehst du das einfach runter und dann hockst du runter, wenn es blöd läuft und bist batschert nass. Ist natürlich auch super toll. Die Schiene, finde ich, ist eine gute, günstige Lösung. Kostet so um die 80 Euro so eine Schiene, je nach Hersteller halt. Für die wo nicht jetzt, so wie ich auch, sagen, ich brauche das jetzt unbedingt und kaufe mir da mal zum Markisen, ist natürlich auch geil, hätte ich auch gern, aber da muss ich sagen, da bin ich zu geizig dazu, weil ich gebe keine hunderte Euro für Markisen aus, wenn ich das fünfmal im Jahr nützen tue, wenn überhaupt. Ich finde, Schiene für meine Zwecke reicht die aus, tipptopp. Da haben wir ein paar Bilder mit rein, da sieht man das auch, wie das funktioniert. Kann man vorne dann noch zusätzlich da an der Haum und dann die Heckklappen zum Beispiel mit Schnür festmachen, dass nicht hin und her rutscht. Und dann passt das, das reicht völlig aus. Also einwandfrei. Wie schon erwähnt, das Auto hat 270.000 Kilometer drauf. Da ist noch das allererste Fahrwerk drin, Serie. Ich habe vor, ich muss, besser gesagt, weil vorne langsam das Fahrwerk aufgibt, Stoßdämpfer und Domlocher, mir anders Fahrwerk zu kaufen. Wenn jemand einen Tipp hat, ich muss aber dazu sagen, ich möchte jetzt ganz gern ein bisschen niedriger. Das heißt mit einem Gewindefahrwerk albern. Wenn jemand da was hat oder was oder erprobt ist quasi und sagen kann, Mensch, kauft er das und das oder gibt wie halt da mit allen lieber 5 Euro mehr oder weniger wie immer oder taucht völlig, ich habe das und das funktioniert einmal frei, könnt ihr gern auch mitteilen, reinschreiben. Ich möchte das ganz gern, wie gesagt, umrüsten und ja, mal schauen. Ich denke mal, das wird das ja auf jeden Fall soweit sein, weil ewig kann man nicht mehr so rumfahren damit. Bremsen zum Beispiel, muss ich sagen, finde ich, ist, obwohl das Auto so ein hohes Gewicht hat, von über 2,2 Tonnen leer. Ich habe schon mal welche reingemacht, weil ich habe mal gekauft, da waren die Bremsen nicht mehr die besten, aber ich muss sagen, die halten eigentlich tipptopp, da gibt es gar nichts. Um sagen, da bin ich sehr zufrieden damit. Da habe ich schon andere Autos gesehen mit dem Gewicht, da wusste alle 30.000, 40.000 Bremsen brauchst. Das ist, muss ich sagen, finde ich geil. Was eine Schwachstelle wiederum ist, ist, dass diese Bremssättel oft kaputt gingen. Da habe ich auch schon links wie rechts die auch schon neue drin. Genauso wie den Satteldrecher da auch. Da sind, wenn die Führungen haben immer mehr Spiel, dann drückt der Bremsklotz nicht mehr, weil er schräg drin hockt dann. Sauber gerade auf die Scheiben. War bei mir auch schon der Fall, also auch neu. Das ist übrigens, wen es interessiert, meiner, der Optibus Prime. So ist er tauft worden. Fazit zu dem Auto: Ich finde, ich würde mir nach wie vor immer wieder so einen kaufen, weil es gibt zwar so viele Busse auch von anderen Marken, aber ich weiß das aus meinem Schrauberleben, auch wenn es nicht das schönste ist und das reparaturfreundlichste Fahrzeug. Meiner Meinung nach ist ein VW-Bus einfach ein VW-Bus, deswegen hassen die auch so. Die sind super, ich finde es gut. Jedes Auto hat seine Schwachstelle, aber generell sind die einfach, meiner Meinung nach, trotzdem am ausgereiftesten, haben die beste Technik, sauberste Verarbeitung. Es gibt immer was Besseres, aber man muss ja natürlich auch nach seinem Geldbeutel schauen. Da ich das so gern so. Das war übrigens mein Bus, der Optibus Prime. Wir sind keine Profis, was Videos drehen angeht. Das sieht man wahrscheinlich auch. Das macht uns aber nichts aus, weil wir sind so, wie wir sind. Wir haben übrigens auch noch eine Werkstatt miteinander. Wenn irgendeiner ein Problem mit seinem Fahrzeug hat, kann er sich gerne bei uns melden, weil da sind wir nämlich Profis. Ja, wir haben immer in der Werkstatt. Ja, gibt's auch. Für jeden, der vorbeischauen will, kein Problem. Und andere Sachen natürlich auch. Ne? Naja, ihr Glotzer. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt ihr mal das komische Däumchen da unten. Nach oder runter ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Den Abo-Button vielleicht, wenn ihr mal wieder was sehen wollt. Ja, weil das ist nämlich auch immer so Ölglaube. Das kostet nichts für die, die das noch nicht wissen sollten. Ansonsten Ton trinken drei, wir sind wieder raus. Bye bye. Ciao. Servus. Tschüss. Ade.